Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und weil wir das ganze Jahr natürlich auch nicht so stressig anfangen wollen, habe ich wieder ein ganz leichtes Rezept, ein einfaches Rezept und ein ziemlich schnelles Rezept und vor allen Dingen ein super leckeres. Wenn ich irgendwo beim Italiener Nudeln bestelle, dann meistens Spaghetti Carbonara. Und es gibt unzählige Rezepte. Aber nicht jedes ist gut davon und ich habe so einige ausprobiert und habe mein eigenes draus gemixt und das würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal. Für unsere Spaghetti Carbonara benötigen wir einmal 500 Gramm Spaghetti, da benutze ich gerne von Barilla die Nummer 7, da gibt es aber auch verschiedene und die könnt ihr euch einfach aussuchen. Dann benötigen wir noch einen Esslöffel Olivenöl, eine Prise Zucker, 50 Gramm Parmesan, eine Zwiebel, die schon mal geschält und geviertelt, eine Knoblauchzehe, 150 Gramm Speckwürfel, 4 Eigelbe, dann benötigen wir noch ein bisschen Salz, Pfeffer und 250 Milliliter Sahne. Weil mein Herd jetzt auch ein bisschen länger dauert, starte ich jetzt quasi mit beidem gleichzeitig. Ich setze schon mal das Nudelwasser auf, das braucht einen Moment bei mir, bis das zum Kochen kommt. Und dann kocht ihr die Nudeln einfach nach Packungsanleitung. Und gleichzeitig starten wir jetzt auch mit dem Thermomix. Als erstes reiben wir jetzt erstmal den Käse im Mixtopf für 10 Sekunden auf Stufe 6 und füllen den dann wieder um. Und jetzt geben wir die Zwiebeln und den Knobi hinzu und lassen das Ganze auf Stufe 5 für 5 Sekunden zerkleinern. Und dann schieben wir alles mit dem Spatel nach unten. Jetzt geben wir das Olivenöl, die Prise Zucker und die Schinkenwürfel hinzu und lassen das Ganze für 2,5 Minuten Varoma Linkslauf Stufe 1 andünsten. Jetzt geben wir noch die Sahne hinzu und stellen das Ganze für 4 Minuten 90 Grad Stufe 2 ein. Jetzt geben wir einfach über die Deckelöffnung die Eigelbe hinzu und lassen das Ganze im Linkslauf auf der Stufe 6 umrühren. Und jetzt geben wir einfach nur noch die restlichen Zutaten hinzu, also würzen das Ganze mit Salz, Pfeffer, geben dann den geriebenen Parmesan hinzu und dann, wenn die Nudeln fertig gekocht haben, dann gebt ihr von diesem Nudelwasser eine Schöpfkelle in den Thermomix und dann lasst ihr das Ganze für 15 Sekunden auf Stufe 5 im Linkslauf umrühren. Wenn die Nudeln fertig sind, dann gießt ihr die einfach ab, also das Wasser abgießen, nicht mit Wasser abschrecken und dann am besten die Nudeln wieder zurück in den Topf. Also ich mache das Ganze mal in ein Sieb, fülle das Ganze wieder um und dann gebe ich die Soße vom Thermomix direkt hier hinzu und vermenge das Ganze. Auch schon von meinem Rezept. Wichtig ist nur, dass die Nudeln nicht auf die Soße warten. Andersrum ist es nicht schlimm. Falls die Soße im Thermomix irgendwie schneller ist als eure Nudeln, dann lässt ihr die einfach drin. Die Wärme, die hält sich da. Das ist gar kein Problem. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich verlinke euch das natürlich wie immer auf meinem Blog und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wenn ihr euch noch irgendwelche anderen Rezepte wünscht, schreibt mir das einfach gerne unten in die Kommentare. Also bis nächste Woche. Tschüss!